Huhu, der 20. Teil. Und nun schnell mal weiter mit dem MCDU-Workflow, damit wir hier mal fertig werden. Nun sind wir beim zweiten I angekommen. Aber an der MCDU gibt es ja nur eine Menütaste mit I, nämlich Init. Nur jetzt ist die Init-B-Seite gemeint. Um nun von Init-A auf Init-B zu kommen, Pfeiltaste zur Seite benutzen. Und schon sehen wir diese. Und da sind orangene Kästchen, die ausgefüllt werden müssen. Ein paar blaue Werte stehen auch schon drin. Das sind die Vorgaben oder Werte, die sich aus anderen Angaben ergeben. Blaue Werte können wir ändern, müssen wir aber nicht. Zunächst mal zu den orangenen Werten. Was will der Flieger von uns wissen? Nun, was für die Berechnungen der Geschwindigkeiten und für den Treibstoffverbrauch grundlegend wichtig ist, ist unser Abfluggewicht. Dazu kommt noch, wie das Gewicht verteilt ist, damit die richtige Trimmung für den Start eingestellt werden kann. Soll heißen, unser Flugzeug soll möglichst ausbalanciert sein. Damit nun nicht das große Sitzetauschen losgeht, haben uns die Ingenieure ja die Möglichkeit gegeben, das Flugzeug auszutrimmen. Die optimale Trimmung erfliegt man sich eigentlich. Also man verstellt die Trimmung während des Fluges so, dass eine stabile Fluglage besteht, ohne dass ich groß am Stick ziehen oder drücken muss. Da wir aber am Start noch nichts erfliegen können, helfen uns die Werte, die wir vom Lademeister bekommen, eine anfängliche, für den Start optimierte Trimmung einzustellen. Sind wir erst einmal in der Luft, dann kann man die Trimmung der jeweiligen Fluglage anpassen. Beim Airbus unterstützt uns dabei die Automatik. Also benötigen wir jetzt diese zwei Werte, Gewicht und Schwerpunkt. Und die Werte bekommen wir, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, über das sogenannte Loadsheet, den Ladezettel. Natürlich ist das inzwischen digitalisiert und es wird uns entsprechend übermittelt. Das sehen wir später noch. Aber damit wir jetzt nicht noch bis auf den letzten Nachzügler warten müssen, können wir erstmal mit geplanten Werten arbeiten. Beim Phoenix Airbus finden wir die Buchungszahlen auf der Mass and Balance Seite. Beim Fly-by-Wire gehe ich auf Dispatch und OFP. ZFW steht für Zero Fuel Weight. Dem Gewicht, das das Flugzeug ohne einen Tropfen Sprit hätte, aber mit allen Fluggästen, Gepäck, Crew und Ladung. Und dahinter kommt ZFWCG, heißt Zero Fuel Weight Center of Gravity. Das kann man mit Schwerpunkt ohne Treibstoff übersetzen. Den bekommen wir erst, wenn alles an Bord ist, auch über dieses besagte Loadsheet. Beim Phoenix kann man die Werte hier ablesen. Links das Zero Fuel Weight, dann der Schwerpunkt ohne Sprit. Hier Gesamtgewicht mit Sprit und der entsprechende Schwerpunkt. Dass hier beim Phoenix Tablet MAC statt CG steht, soll uns nicht kratzen. Es wird hier als Mean Aerodynamic Chord bezeichnet, die mittlere aerodynamische Flügeltiefe. Die ergibt sich unter anderem durch Flügelfläche und Spannweite. Und als Wert haben wir hier die Prozentzahl, wie weit der Schwerpunkt von dort abweicht. Das ist unser Wert für die MCDU. Hier kann man während des Ladevorgangs grafisch sehen, wie der Schwerpunkt wandert. Auf der Y-Achse ist hier das Gewicht und auf der X-Achse der Schwerpunkt angegeben. Wenn der Ladevorgang noch nicht beendet ist, dann kann man auch erstmal ungefähre Werte eingeben, um weiterzukommen. 30 ist beim Schwerpunkt zum Beispiel für das System ein plausibler Wert. Gewicht so etwa 58 Tonnen. Wenn das Tanken und Boarding komplett ist, dann gibt es die genauen Werte. Bei diesem Tag ist das Boarding fertig und ich kann mir jetzt über das AOC-Menü den Ladezettel ansehen. Dazu klickt man auf Menü, dann ATSU. Bei LSK2L, das steht für Air Traffic Services Unit, Flugverkehrsdienste Einheit. AOC-Menü, LSK1R, Airline Operational Control, mit Fluglinienbetriebssteuerung könnte man das übersetzen. Und dann auf die Taste mit Abkürzung für Received Messages am LSK5R. Und das neueste Loadsheet steht immer oben bei LSK1L. Nur mal nebenbei, die deutschen Übersetzungen dieser Abkürzungen eben, die benutzt niemand. Das habe ich nur informativ für diejenigen darunter geschrieben, die mit Englisch nun so gar nichts am Hut haben.
161 Fluggäste und Flugbegleiter plus 2 Crew. Und das sind nun die für uns maßgeblichen Werte. Zero Fuel Weight. Und auf der nächsten Seite dann der Wert hier. Bei LSK 5L drücke ich noch eben auf Akzeptieren. Und ich gehe umständlich zur Init B-Seite zurück und gebe ein. Da hätte ich übrigens auch gleich die Init-Taste drücken können. Der aufmerksame Zuseher wird feststellen, dass ich hier den falschen Wert eingebe. Denn das ist der Wert beim Takeoff und nicht der Zero Fuel Weight Wert. Aber für unser Beispiel ist das erstmal nicht von Bedeutung. Ich gebe diesen Wert sicher noch oft ein, ehe wir endlich loskommen. Nun schauen wir mal auf LSK 3R. Wenn ich jetzt diese Taste drücke, dann berechnet das System den minimal zu tankenden Sprit, um zum Ziel zu kommen, inklusive der vorgeschriebenen Reserven. Das wären für unseren Flug also 3,6 Tonnen. Allerdings haben wir noch keinen Ausweichflughafen drinnen stehen. Und außerdem haben wir bereits mehr Sprit getankt. Deshalb bestätige ich hier nicht nochmal mit LSK 3R, sondern gebe die tatsächlich in den Tanks vorhandene Treibstoffmenge bei LSK 2R ein. Und zwar in Tonnen. 5,7. So, nun kann ich die weiteren Angaben erklären. Taxi. Hier steht, wie viel meines Treibstoffs voraussichtlich für das Rollen zur Bahn verbraten wird. Da spielt natürlich die Größe des Flugplatzes eine Rolle. Trip/Time. Die Werte sind grün, also errechnet und nicht veränderbar. Die rechnet der Flieger anhand des Flugplans aus und berücksichtigt dabei die Windangaben, den Kostindex, Reiseflughöhe und Gewicht. Wahrscheinlich auch noch weiteres, wie Effizienz der Triebwerke. Die Verbräuche und Leistungsdaten haben ja gewisse Toleranzen. Also links ist die Treibstoffmenge in Tonnen und rechts die Flugzeit. RTE RSV Prozent steht für Routenreserve in Tonnen und Prozent. Die sind 5% als Minimum vorgegeben und das sind in unserem Fall knapp 0,2 Tonnen, etwas weniger. Alten Time, also Alternate Time. Das steht nicht für alternative Zeit, denn es gibt in unserem Universum natürlich nur eine Zeit, die allerdings relativ ist. Aber ich schweife ab. Das ist die Spritmenge und Zeit, die wir bis zum Ausweichflughafen brauchen. Da steht jetzt nichts drin. Normalerweise sollte das auch automatisch eingetragen werden, aber das kann man auch von Hand eingeben. Tripwind. Hier können wir eine durchschnittliche Windkomponente eingeben. Die könnte sich auch während des Fluges ändern. Und damit werden die hier berechneten Werte angepasst und man kann so kontrollieren, ob die Vorgaben noch erreicht werden können oder ob man ausweichen muss. HD steht dabei für die Gegenwindkomponente und TL steht für die Rückenwindkomponente. Final Time. Hier sind 30 Minuten vorgegeben, die wir als zusätzliche Flugzeit am Zielflughafen einberechnen müssen. Denn es könnte ja ein Durchstarten nötig werden oder man muss ein Holding fliegen wegen Wetter oder Verkehr. Da ist mindestens eine halbe Stunde anzurechnen. Man kann aber auch mehr eingeben, wenn man schon weiß, dass es an dem Zielflughafen immer etwas länger dauert. Minimal Destination Fuel on Board. Gesetzlich vorgeschriebene Spritmenge, die wir am Ziel an Bord haben müssen. Das sind Alternate und Final zusammengezählt. Takeoff Weight und Landing Weight. Gewicht beim Start und Gewicht bei der Landung. Das errechnet sich natürlich über den Spritverbrauch. Extra Time. Hier wird berechnet, wie viel Sprit und Zeit ich tatsächlich am Ziel über habe. Der Wert muss natürlich höher sein als der minimale Wert oder halt genauso hoch und das passt hier ganz gut. Okay, nun zum nächsten Punkt. P für Progress. Fortschritt. Ja, Progress bedeutet Fortschritt. Und weil ich damit an einem anderen Tag weitergemacht habe, muss ich mal eben den Take wechseln. Ui, da steht ja wieder viel drin.
Diese Progress-Seite zeigt mir Flugdaten für die aktuelle Phase des Fluges, in der wir uns befinden. Im Moment stehen wir ja noch am Gate und wir sind noch beim Pre-Flight, also in der Flugvorbereitung. Deswegen steht hier Pre-Flight. Und das ist auch der Titel dieser Seite. Dahinter steht unsere Flugnummer. Dann kommt eine Zeile mit CAZ, OPT und REC-MAX. CAZ steht für Cruise und ist die von uns auf der INIT-A-Seite angegebene Reiseflughöhe. OPT steht für Optimal, eine errechnete optimale Flughöhe. REC-MAX ist eine empfohlene Maximalhöhe. Die ist auch berechnet und zwar nach Wetter und Gewicht. Bei der optimalen Höhe auch noch der Kostindex. Dass wir nun mit Flugfläche 300 nicht die optimale Höhe fliegen, konnte man bei der frühen Flugplanung noch nicht wissen. Und auf diesem kurzen Flug ist es auch nicht nötig, auf diese optimale Höhe zu steigen. Denn wer schon mal mit dem Airbus von München nach Hannover oder umgekehrt geflogen ist, der wird wissen, dass die Reiseflugphase denkbar kurz ist. Reicht gerade mal für ein Getränk, dann geht's auch schon wieder runter. Wenn man einen langen Flug macht, dann kann es durchaus sein, dass man die ATC unterwegs um eine Freigabe auf eine andere Höhe bittet, um Sprit und Zeit zu sparen. Report. Die Reportseite kann nützlich sein, um Positionsberichte an die Flugverkehrskontrolle, die ATC, abzugeben. Zum Beispiel, wenn man einen verpflichtenden Meldepunkt erreicht. Ich habe von echten Piloten gehört, dass diese Funktion eher nicht benutzt wird. Bei LSK4R können wir was eingeben und das ist äußerst praktisch. Denn wenn ich zum Beispiel meine Startbahn eingebe, das geht so, EDDM25R, dann sollte ich sofort die direkte Richtung und Entfernung zur Landebahnschwelle sehen können. Funktioniert aber nicht, Pustekuchen. Offenbar ist es nicht in der Datenbank vorhanden und wir müssten das als neuen Wegpunkt eingeben. Das ist ja blöd. Aber der Syntax ist richtig so, denn bei Hannover klappt das. Hier kommt der Beweis. EDDV 27 rechts ist unsere Landebahn und Richtung und Entfernung werden korrekt angezeigt. In München kann ich hier nur EDDM eingeben, aber ich könnte auch EDDM 26 rechts eingeben, wenn mir nicht diese 25 im Kopf herumgeschwört wäre, weil ich vorher gerade in Frankfurt war. Deshalb hier nochmal kurz nachvertont und neu hochgeladen. Danke, Andreas, für deinen Hinweis. Und sorry, dass dein Kommentar jetzt rausgeflogen ist. Das hilft zum Beispiel, wenn ich nach dem Start schnell wieder zurück möchte, weil der Kevin auf Platz 14a sein Kuscheltier im Terminal hat liegen lassen und jetzt nur am Quaken ist. Funktioniert genauso mit Wegpunkten. Predictive GPS. Predictive bedeutet in diesem Kontext voraussichtlich. Das ist eine Seite, auf der ich eine Vorhersage über den erwarteten GPS-Status an meinem Ziel oder einem eingegebenen Wegpunkt bekommen kann. Die Zahlen mit Plus und Minus stehen für Minuten, also von 15 Minuten vor der erwarteten Ankunft bis 15 Minuten danach. Das N steht hier für No, Y für Yes, also Primary verfügbar oder nicht. Bei Deselected Satellites kann man GPS-Satelliten vom Empfang ausschließen, wenn sie zum Beispiel in den NOTAMs als defekt gemeldet sind. Das ist allerdings in der Simulation nicht komplett mitsimuliert, aber der Vollständigkeit halber wollte ich euch das zeigen. GPS Primary zeigt mir, dass der GPS-Empfang als primäre Navigationshilfe genutzt wird. In der unteren Zeile sehe ich links die für diesen Ort notwendige Genauigkeit der Positionsermittlung durch GPS und IRS. Schon vergessen? Inertial Reference System, Trägheitsnavigationssystem. Also die notwendige Genauigkeit durch GPS und IRS, damit ich einen vollautomatischen Flug machen kann. Das kann man wie eine Positionstoleranz betrachten. Den linken Wert könnte ich auch noch von Hand ändern. Er wird aber normalerweise automatisch für jeden Flugabschnitt berechnet. Rechts wird der aktuell berechnete Wert angezeigt, der je nach Wetter und Empfangsqualität variiert. Dieser sollte unter dem linken Wert liegen und dann ist in der Mitte die Accuracy auch mit High bewertet. Ist äußerst mieses Wetter und sind die Navigationshilfen am Boden nicht zu empfangen, ist das GPS nicht zu empfangen oder ähnliches,
dann kann da auch schon mal Low stehen. Und dann muss ich besonders aufmerksam sein und darf auch nicht den Terrain-Anzeigen am Navigationsdisplay vertrauen. Bei Landeanflügen muss man dann mindestens auf einem Navigationsdisplay die Kompassrose im LS- oder VOR-Modus stehen haben. Bei RNAV-Anflügen benutzt man dann den Track-Modus. Nun haben wir aber noch ein P in unserer Eselsbrücke. Und mit der Perf-Taste auch noch eine Taste mit P. Steht für Performance, Leistung. Aber an der Stelle machen wir dann den Teil 21 weiter. Und auch die Schubhebelkonsole, die ich bisher absichtlich noch ausgelassen habe, kommt ins Spiel. Bleibt gespannt, bis dann!